Hallo Leute, willkommen zum allerletzten und finalen Part von The Legend of Zelda. Oh, na, Moment! Link's Awakening! Ja, ich spiele privat Oracle of Ages. Ja, Ages gerade durch. Und ja, deswegen nicht wundern. Auf jeden Fall sind wir im letzten Mal hier stehen geblieben. Wir haben mal das Ganze hier ausprobiert und haben gnadenlos verkackt. Aber ich habe mir jetzt den Lösungsweg aufgeschrieben. Ihr findet das Ganze übrigens im Zoodorf in der Bibliothek. Oder was, Mimdorf? Zumindest eins von beiden findet ihr in der Bibliothek. Und in dieser Bibliothek findet ihr einen kleinen Lösungsweg. Und diesen Lösungsweg müsst ihr gehen. Und den werden wir jetzt auch gehen. Ich bin mal gespannt. Windverschrei. Bin mal gespannt, ob ich es auf Anhieb schaffe. Ich muss dazu sagen, ich habe schon eine Aufnahme vorher gehabt. Das so ist nur diese Aufnahme... war doof und ich war nicht froh drüber und habe deswegen mal eben der Endboss schon mal ein paar Phasen gesehen, aber ich hoffe nicht alle und ich hoffe, dass ich nicht so gnadenlos verkacken werde wie in dieser Probeaufnahme, mehr oder weniger Probeaufnahme. Wir wollen jetzt auf jeden Fall da nochmal hin. Wie gesagt, ich habe mir den Weg mal aufgenotiert, das ist von Version zu Version unterschiedlich, deswegen habe ich es in einem Let's Play auch anders gesehen als hier. Und ja, mehr lässt sich dazu ja nicht sagen. Was ist hier jetzt? Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windfisch in Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Träume zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten hierfür immer die Macht gehabt. Aber weißt du, noch hast du uns nicht besiegt. Bist du bereit? Wie wir bereit sind. Für die erste Phase brauchen wir unser magisches Pulver. Er wird sich jetzt in einen kleinen, niedlichen Blubbel verwandeln. Seht ihr jetzt den da? Und wenn wir sie mit unserem magischen Pulver bestäuben, dann kriegt er Schaden und verschwindet wieder und taucht dann wieder auf als kleiner Punkt. Es ist ein bisschen schwer, den zu treffen. Ich weiß auch nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Jetzt fängt die nächste Phase an. Ich weiß gerade nicht, welche es genau war. Ach ja, genau. Die Zurückschlagphase. Das kommt vielleicht bekannt vor wie in The Legend of Zelda Wind Waker, The Legend of Zelda Ocarina of Time und The Legend of Zelda Twilight Princess. Es ist einfach so ein Rückschlag-Ding. Eine Geschichte vom Rückschlagen, ihr kennt sie vielleicht noch. Ist nur ein bisschen blöd, weil er hat nämlich noch einen zweiten Angriff. Vielleicht zeigt ihr den ja noch gleich mal. Ja, im Moment will er ihn nicht zeigen. Ich hatte letztes Mal eine Bossphase, wo er den nur gezeigt hat. Genau den Angriff meinte ich. Jetzt hat er natürlich mal wieder getroffen. Ich mag den Angriff nicht, den macht er ziemlich unvorbereitet. Man weiß immer nicht, ob er das jetzt ernst meint oder nicht. Okay, jetzt kommt die Phase. Das ist ein einfaches, simples Wickler-Prinzip. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst nennen soll. Also ich kenne das zumindest von der bekanntesten Form her von Wickler. Also aus der Super Mario-Reihe. Ist vielleicht jetzt nicht gerade hier The Legend of the Zelda. Aber von Super Mario sollte diese Phase relativ bekannt vorkommen. Immer das hinterste Stück angreifen. Obwohl wir hatten hier, glaube ich, auch einen ähnlichen Endboss in dem Teil. Ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es einen Zelda-Endboss, der so ähnlich gestrickt ist. Ich weiß ja nicht, ob es in diesem Teil war. Ich schlag mich nur gerade ganz gut, muss ich sagen. Das sah letztes Mal ganz anders aus. Na gut, ich war auch ziemlich kaputt und müde. Okay, jetzt kommt eine Art Ganondorf-Phase. Also ich glaube, die ist an Ganondorf angelegt, soweit ich das sehe. Ich weiß gerade nicht, welche Attacke ich brauchte. Ich glaube, man muss ihn rammen. Also... ja, man muss ihn rammen. Nur diesen Fledermäusen muss man vielleicht ein bisschen ausweichen. Ey, das war super. Das war geil. Das habe ich auch noch nicht hinbekommen. Okay, die Phase.
Muss ich gerade überlegen, wie war die noch? Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Ich glaube, man musste den Helfer jetzt mal nur ausweichen. Ja. Oder auch nicht. Ich weiß es gerade nicht, wie das da mal war. Ach, stimmt ja. Man muss sie mit seinem Feuerstab treffen. So, und jetzt kommt eine Phase, die ich nicht mag. Wo ich das letzte Mal extrem verkackt habe. Als ich das erste Mal gespielt habe. Wir brauchen auf jeden Fall die Hilfsschuhe, also und den Greiffeder. Sollte vielleicht klar sein, warum wir das die beiden Kombinationen brauchen. In Zelda ist ja alles ein prägnant, wenn es ein Auge hat, ist es ja eine Schwachstelle. Und hier, bei diesem Gegner ist es genau derselbe Fall. Und an dieser Stelle habe ich auch das nicht mehr weiter geschafft. Also ich bin nicht weitergekommen bei meiner letzten Probeaufnahme. Mal gucken, ob wir es diesmal weiter schaffen. Vielleicht ist es sogar die letzte Phase, ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall wird er schneller. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Da haben wir nochmal getroffen. Wir müssen nur den richtigen Moment abwarten. Das war gerade sehr schlau, TK. Ich mag den Gegner übrigens nicht, also die Phase gefällt mir nicht. Nein! Das könnte unser Ende bedeuten. Das könnte definitiv unser Ende bedeuten. Ja, das war unser Ende und damit sehen wir uns sofort wieder. So, jetzt stehe ich etwas besser da, wie ihr seht. Und wir machen denselben Gegner nochmal. Ich habe die Pfeile aufgefüllt, also nicht wundern. Nicht wundern, Leute. Nicht wundern, nicht wundern. Jojo, also, ja, ich war halt nur kurz draußen und hab mir die Pfeile geholt und mein Leben ein bisschen aufgefüllt. Mehr habe ich nicht gemacht. Also, und halt die Bossgegner nochmal so weit gemacht, dass ich hier an dieser Stelle das Ganze fortführen kann. Halt mit ein bisschen mehr Leben. Ich habe nämlich eine ganz, ganz leichte Taktik gefunden, wie wir den Vorgänger, also diesen Genfer Schmidt, besiegen können. Und das ganz schnell. Und das hat mir halt so einiges an Herzteilen als Vorteil gebracht. Ein paar Herzen. Ach, das wirkt wie... Es hätte keinen Bock mehr auf mich. Mann, kannst du dich mal... Danke. Aua. Aua. Nein. Kannst du dich mal sterben? Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt, unsere Welt. Ich hab durch den Albtraum besiegt. Link, du hast alle Albträume besiegt. Steige die Leiter nach oben. Komm. Was? Eine Leiter. Ich will episch ausgerüstet sein. Wie so ein Held. Los! Lass uns
die komische Leiter hochgehen. Und unepischer Moment macht Maus kaputt. So. Transparente Wolken. Nein, transparente Wolken. Was hat das zu bedeuten? Hallo, Eule. Uhu, herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, wenn es jemand schaffen kann, dann nur du, Link. Alle Albträume sind besiegt. Tja. Als Teil der Seele des Windfisches war es mein Auftrag, diese Welt zu überwachen. Aber eines Tages drangen die Albträume in diese Welt ein und terrorisierten die Bewohner. Dann kamst du, Link, um die Insel zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deine Kraft, deinen Mut und deine Weisheit. Link, nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch aufwachen. Auf Wiedersehen. Uhu, uhu. Ach, tschüss, Eule. Hallo, Windfisch. Ich bin der Windfisch. Lange war mein Schlaf im Traum ein Ei erschienen mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Menschen. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolin verschwunden sein in deinem Gedächtnis. Aber wird sie immer weiterleben. Eines Tages erinnerst du dich an Kokolin und denkst, es war gar kein Traum. Komm, Link, lass uns gemeinsam aufwachen. Spiele die 8 Instrumente. Spiele das Lied des Erwachens. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind mit dem Spiel durch. Und die ganze Insel Kokolin verschwindet nach und nach. Da ist der Typ mit dem Superpilz, dem Mario-Verschnitt. Da ist Marlin und die Windfischstatue. Da ist die Insel selber, mit dem Ei oben drauf. Sie verpixelt und verschwindet dadurch. Link mag es, im Wasserfall zu schwimmen und wird nach oben getragen. Raus ist Kokolin. Rein in die Realität. Damit, Leute, ist The Legend of the Zelda Link's Awakening beendet. Das erste Let's Play von einem Zelda-Titel, das bei meinem Kanal komplett mit allen Herzteilen, allen Sammelstuff, naja, die magischen Muscheln lasse ich da mal nicht gelten, hier vorhanden ist. Ja, es hat mich gefreut, dass ich dieses Stückchen Kindheitserinnerung nochmal spielen durfte. Es ist locker schon 10 bis 15 Jahre her, dass ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ihr habt gemerkt, dass ich hier gelegentlich mal ein bisschen verpeilter war. Was nicht wunderlich ist nach dieser langen, langen Zeit. Ja, ich danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr unten gerne, ihr könnt gerne euer Feedback nach unten ein bisschen in die Kommentare schreiben. Mein Feedback zu dem Spiel. Ein großartiges Spiel.
großartige Ideen für ein Gameboy-Spiel, was damals viele meinten, ach, das wird sowieso nichts. Ein Zelda auf einen kleinen Handheld geht nicht. Dachten viele damals, also ich gehörte nicht dazu, ich war zu jung. Ich habe das Spiel damals beim Gameboy von meinem Vater gespielt. Damals fand ich Zelda noch doof, muss ich sagen. Oh, Koji Kondo hat auch damit gearbeitet, das ist schön. Ja, ich kann echt nur sagen, jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat, spielt es nach. Also, es lohnt sich echt. Ihr könnt auch gerne die DX-Version spielen. Ich habe gemerkt, so groß, mega Unterschiede sind da auch nicht. Es sieht vielleicht alles ein bisschen schöner aus. Ich werde die DX-Version auch privat einmal nochmal durchspielen, sobald ich die Oracle-Teile durch habe. Und Ende. Ja, sind wir damit durch, würde ich sagen, Leute. Ich hoffe, dass das Let's Play, was danach folgt, heute noch kommt. Sonst guckt einfach bei den anderen bei den anderen Let's Play-Projekten auf meinem Kanal noch vorbei. Guckt alle zukünftigen, wenn ihr Lust habt. Und eventuell folgt irgendwann der nächste Zelda-Teil. Im Moment aber ist erstmal eine andere Reise geplant. Danke, Leute. Bis dann. Ciao.